Ja, hallo, wer ist da? Christina Nowak, mein Name, Herr Breitsamer. Ja, wer bin Ich ich? melde mich wegen dem Schreiben, das wir Ihnen für das große Jubiläumsfinale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben erhalten und durchgelesen? Ich weiß gerade nicht, wovon Sie sprechen. Um welches Schreiben geht es denn? Das Schreiben für das große Jubiläumsfinale. Ich erkläre Ihnen, um was es geht. Ja. Wie Sie vielleicht wissen, wir von dem Lotto 6 aus 49 losen jedes Jahr 200 Bürger aus Deutschland aus, die im großen Jubiläumsfinale mit Gewinngarantie mitmachen können. Und diese Telefonnummer wird ausgelost. Sagen Sie mir bitte, diese Telefonnummer gehört persönlich Ihnen oder? Nein, die Telefonnummer gehört der Telekom, aber das ist mein Anschluss. Also ist es eigentlich ja Okay. meine Nummer, ne? Und Sie Auf rufen jeden von Fall, Lotto an? SKL oder ja. NKL? Lotto 6 aus 49. Ach so. Und Ja. auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite fürs Dankeschön. Finale. Dankeschön. Ich Bitte freue schön. mich sehr besonders. Mazel Tov. Okay, super. Meine Aufgabe wäre es heute für Sie, die Unterlagen vorzubereiten, dass Sie das Ja. alles so schwarz auf weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tagen erhalten. Das ist gut, Und oder? ja, auf jeden Fall, es ist gut. Und stellen Sie sich vor, Sie knacken den Jackpot in Höhe von 20 Millionen Euro. Welchen Wunsch werden Sie sich als erstes erfüllen? Ah, was würde ich denn machen? Sie können sehr viel. Was Ich ist das Erste, was Sie machen? würde mir ein Ottergehege im Garten bauen und mit denen zusammen schwimmen, wenn ich freie Arbeitstage habe. Ich Mit mag mir. Otter. Nein, mit Otter. Otter. Ah, okay, verstehe Sie ganz gut. Wie lange träumen Sie schon von diesem Wunsch? Seit ich denken kann, einmal, ich bin aufgewachsen in der tiefsten Wildnis. Und einmal war am Morgen ein Fischotter bei uns an der Tür und wollte einen Fisch haben. Jetzt mag ich sie. Das ist das Ende von der sehr langweiligen Geschichte, aufgrund derer ich inzwischen ein ganzes Fantasieuniversum geschaffen habe. Und das Buch trägt den Titel Die Legende von Otterdam. Erster Teil ist fast fertig. Kannst du bei Amazon kaufen? Weiß Ja, ist mein Buch. Das habe ich geschrieben über die Otter. es nicht. Ah, Ja. super. Super. Okay, das ist sehr, sehr schön. Ja, da kann ich mit das Sagen Geld viel Promotion machen. Oder es gibt da diese weltbekannte Künstlerin, Tabasco-Fanatikerin heißt. Vielleicht kann Ah, ich sie super. bestechen, wenn ich genug Geld habe, dass sie die Bilder von meinen Otter malt. Kaufe ich sie einen Ja, sehen Sie. Blumenstrauß oder ein Zombie-Basis. Ein paar schöne Sachen, was eine Frau gerne mag. Verstehen Sie ganz gut, Ja, Herr was kann man einer Breitsamer. Frau schenken, damit sie Bilder malt? Was gibt es für einen Trick? Können Sie mir verraten? Also, etwas schenken für eine Frau? Ja, können Sie mir Tipp geben? Vielleicht Blumen? Blumen Ja, vielleicht? Blumen sind zu langweilig. Ich dachte an eine Na. Zombie-Basis, einen Baseballschläger oder andere Triebmittel zur Abwehr von Untoten. Aber sie hat schon so viele Also. Sachen. Okay, ich kann Sie gut verstehen. Herr Breitsamer, ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen für einen extra hohen Gewinn, damit Sie sich Ihre Wünsche kurzfristig erfüllen können. Vielen Dank. Und ich hoffe, bitte schön, und ich hoffe, Sie vergessen mich nicht. Ein Kaffee und Kuchen reicht schon aus, wenn ich Ihnen zurückbringe. Wo sind Sie denn? Bitte? Wo sind Sie? Hamburg, in In Hamburg. Hamburg? Das ist schön. Wo denn da? Ich bin sehr oft in Hamburg geschäftlich. Ring 4. Welches Stadtteil ist das? Hamburg, Ubersiedling 4. Ja, das ist die Adresse, aber welche Stadtteil, welches Viertel ist das? Also im Mittel. Hamburg Irgendwo im Mitte? Mittel. Ist das bei Herr Breitsamer. Stadtteil Kreuzberg, ne? Ja. Ah, guckst du, Hamburg-Kreuzberg ist wunderschön. Da bin ich oft Ja, gewesen alles. vor vielen Jahren. Hier ist alles wunderschön. Sagen Sie mir bitte, woher kommen Sie? Na, ich komme aus Hugo Egon. Baden. Ich komme aus Baden-Baden. Aus Baden. Und ungewöhnlicher Vorname, Hugo Egon Breitsamer. Warum ist das seltsam?
Es ist nicht seltsam. Also ich, sehr schöner Name, Vorname. Dankeschön. Deswegen sage ich. Dankeschön. Bitteschön. Und, bevor meine Mutter meinen Schwiegervater geheiratet hat, hieß ich Hugo Egon Mader. Mader ist ein komischer Name. Das mögen die Leute nicht, weil die mir die Autos kaputt machen. Es ist sehr schön. Es ist sehr schöner Vorname. Dankeschön. Vielen Dank. Bitteschön. Herr Egon, haben Sie schon mal Lotto oder etwas Ähnliches gespielt? Nein, ich habe nur immer bei Slotmaschine, bei Glücksspielhalle gespielt. Oh, was gewonnen? Nee, nein, nur mal hier ein bisschen, da ein bisschen, aber viel mehr verloren als gewonnen. Und das ist ein Jugendschutzhinweis, dass Glücksspiel süchtig machen kann und nicht gut ist, weil man nur Geld verliert und sich die Familie kaputt macht. Also bitte, liebe Zuhörer, nicht Geldlotto spielen. Herr Egon, bei uns es ist nicht so, weil in diesem Finale Sie spielen mit einer Gewinngarantie. Das heißt, dass Sie das Finale auf jeden Fall wie ein Gewinner verlassen werden. Wissen Sie, in diesem Finale sind nur in diesem Finale sind nur 200 Bürger aus ganz Deutschland aus und ihre Telefonnummer wird ausgelost. Also der größte Vorteil für Sie in diesem Finale ist der, dass Sie von unserer Seite ausgelost worden sind. Ja. Deswegen bekommen Sie von uns als Finalist 900 Tipps. Und 900 Tipps sind 75 voll ausgefüllte Lottoscheine. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, auch einen persönlichen Tipp durchzugeben. Sagen Sie mir bitte, haben Sie den 6 Nummer zwischen 1 und 49, die ich für Sie vermerken kann? Oh, da muss ich überlegen. Kein Problem, langsam, langsam. Langsam? Na gut. Wann ist Ihr Geburtstag, junge Frau? 12. Juni. Dann nehmen wir die 12. Ah, super. Ich bin am 16. Oktober Geburtstag, dann nehmen wir die 16 und 16. die 10 und dann und nehmen wir 10. noch, ich nehme jetzt nur Zahlen, die ein 1 vorne haben, das ist jetzt mein Süß, nein, das wird zu unkompliziert, das geht nicht. Die 79 bitte. 79. Ja. Sehen Sie, die Zahlen zwischen 1 und 49. Ach so, ja, ich kenne mich da nicht aus. Dann nehmen wir 49. Mhm. Wie viel brauchen wir noch? Noch 2. Und die, was nehmen wir denn noch? 24. Mhm, noch eine. Und eine, jetzt nehme ich noch die 14, wir sind fast 14.000 Abonnenten inzwischen. Einfach als Glücksbringer, damit gut weitergeht. Ich sage letzte. Ja. 15. Die 15? Das ist meine Glückszahl. Na gut, dann müssen wir die 15.000 noch schaffen bis Ende des Jahres. Und heute ist ja auch der 15. Mai. Guck mal, das ist gut. Das ist sehr gut. Mazeltov, Mazeltov. Okay, das ist meine Glückszahl. Sehr gut, dann kann das ja nur klappen. Sie sind eine sehr sympathische Frau. Danke Ihnen, Sie auch. Ich bin auch eine sympathische Frau, Dankeschön. Sie sind, Herr Egon, wenn ich das verstanden habe, die Zahl wären 12, 16, 10, 49, 24 und 15. Super. Also das wäre dann auf jeden Fall Ihr persönlicher Glückstipp. Möchten Sie sich diese Zahlen aufschreiben oder reicht es Ihnen, wenn Sie diese in den Unterlagen übermittelt bekommen? Ich schreibe mir das lieber nochmal auf, weil ich habe kurze Gedächtnis. Kein Problem. Mir ist mal ein Spatz gegen den Kopf geflogen. Mhm. Wie waren denn die Zahlen nochmal? Ich wollte es aufschreiben. 12. 16. 16. 10. 10. 49. 49. 24. 24. Und 15. Und die, was, 50 oder 15? 15. 15. Die 15. Gut, sagst du mit mir zusammen Mazel Tov, das bedeutet viel Glück. Okay, Herr Egon. Oh, das war jetzt aber nicht Zahlen nett. Können wir zusammen Mazel Tov sagen? Wie? Mazel Tov.
Mazel Tov. Dankeschön. Das bringt Glück. Ah, okay, kein Problem. Dankeschön. Ich habe das nicht gut verstanden. Okay, diese Zahlen werden dann auch in den Unterlagen hinterlegt, neben diesen 900 Tipps, die Sie von uns zugeschickt bekommen. Und alle Ziehungen können Sie, wie Sie wissen, im Fernsehen mitverfolgen, mittwochs und samstags. Das habe ich jetzt wenn nicht Sie verstanden. Das war viel zu schnell, junge okay. Frau. Nicht so beeilen. Kein Problem. Wir kein sind hier Problem, nicht auf der Flucht vor den Russen. Ich gehe langsam. Okay, diese Zahlen werden dann auch in den Unterlagen hinterlegt. Was neben Unterlagen? Diesen, von Stromanbieter? Alles, was wir heute besprechen, bekommen Sie schriftlich. Ach so. In 7 Tagen. Das ist und gut. Und dort steht oder? Alles. Okay. Ja, ist das gut? Gut, sehr gut. Und Sie können alles nachschauen auf Fernsehen, mittwochs und samstags. Und wenn Sie jetzt leider keine Zeit haben, die Ziehungen im Fernsehen mitzuverfolgen, haben das natürlich auch alles im Internet unter lotto.de, wie es Ihnen lieber ist, natürlich. Wo kommt das im Fernsehen? Und ist das RTL? CDF. CDF? Mhm. Die mag ich gar nicht. Der Rundfunkbeitrag ist die größte Erpressung der letzten 70 Jahre. Und wenn Sie jetzt leider keine Zeit haben, Sie haben alles im Internet unter lotto.de. Später, wenn das Spiel für Sie beginnt. Ja, okay? Glücksspiel macht süchtig. Okay. Bitte? Ha, nein, ich habe mit der Katze gesprochen. Die hat Hunger. Oh, okay. Okay, Sie haben Katze. Ich habe 4 Stück. Die haben ein eigenes Zimmer. Ah, okay, super. Das ist sehr schön. Die Nummer 3 Katze von ganz Kasachstan. Oh, super. Ich habe einen Hund, einen Husky. Ich mag keine Bella. Hunde, ich bin ein Katzenmensch. Sagen Sie, das Hund essen und nicht mein Katze essen. Oh nein, um Gottes Willen. Das ist nicht gut. Weil viele Kunden meine Katze nicht mögen. Ah. Weil die sind sehr gefräßig. Die gehen auch bei anderes Garten und wollen den Hund das Futter nehmen. Mhm. Aber das heißt ja, das Überleben der Stärksten. Oder in diesem Fall halt das Schlauste, weil ein Katze ist ja viel mehr schlau als ein Mensch und ein Hunden und denen immer das Essen wegnehmen. Habe ich ein Butterbrot auf dem Tisch liegen und klingelt das Telefon, ist dann auch das Brot weg. Und die Katze hat das gefressen. Oh. Das ist nicht gut. Oh. Aber die sind sehr schlau, die Tierchen. Da Herr muss man Brandt, den Bauch mal kraulen und streicheln und gut zureden. Weil die sind ja Berufskriminelle, die brauchen ja mentale Unterstützung. Das können Sie ja sicherlich nachvollziehen. Herr Breitsamer, ich höre Sie nicht so gut. Leitung ist sehr schlecht. Oh nein. Können Sie mich hören? Ich kann jetzt Sie sehr gut hören. Okay, jetzt ist besser. Sehen Sie, wie gesagt, Herr Breitsamer, jetzt bekommen Sie das alles schriftlich innerhalb 4 bis 7 Tagen. Und Sie haben einen Monat Zeit, alles in Ruhe noch zu lesen. Einen Monat? Der Richtigkeit. Mhm. So lange brauche ich einen Monat nicht. Okay. Wann geht das denn los überhaupt? 1.7. oder 1.8. Ach, kann ich mir raussuchen? Ja. Das ist und, gut. Und Herr Breitsamer, in diesem Dokumentation, in diesem Schreiben, Sie bekommen mein Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse. Wenn Sie später irgendwelche Fragen haben oder Unklarheiten, Sie können mich kontaktieren und ich werde gerne auf Ihre Fragen beantworten, okay? Das ist sehr nett. Vielen Dank schon wieder. Und wenn Sie große Gewinne erzielen, nicht vergessen meinen Kaffee und Kuchen. Ja, dann komme ich nach Hamburg, nach Hamburg Kreuzberg Tempelhof und dann können wir richtig schön den Roten Platz unsicher machen. Da ist doch der Rote Platz auch beim Rathaus, super. Ne? Ja, das meine ist sehr, sehr schön. Und das Weiße Haus ist auch da, ne? Und das Kapitol. Mhm. Das machen wir dann eine richtig schöne Stadttour. Ah, super. Klasse. Das ist sehr schön. Ich freue mich sehr viel. Ja. Ich auch. Herr Breitsamer, letztes Jahr haben wir 7 Millionäre geschaffen und ich wünsche mir, dass Sie der Nächste sind. Das ist doch auch Ihr Wunsch, richtig? Oh, vielen Dank. Das wäre also, sehr schön. Wer würde das gerne nicht mehr näher sein? Habe ich recht? Ja, ist so. Das ist ja, wer will das nicht haben? Na gut, es gibt und so ein paar Menschen. Ich habe noch nicht gesehen, eine Reportation bei Stern TV. Da gibt es bei Russland eine alte Frau, die ist fast 80 Jahre alt, die lebt alleine im Wald. Meine Frage an Sie. Ja. Wenn Sie der nächste Gewinner sind, würden Sie uns dann eine positive Bewertung schreiben und dürfen wir Sie zu unserer Fernsehshow einladen? Was haben Sie denn für eine Fernsehshow? Also, unsere Fernsehshow. Ja, wie heißt die denn? Von Lotto 6 aus 49.
am ZDF-Kanal. Ja, aber da kommt doch immer nur das Frau, was die Kugel dreht und die Nummer rausholt. Soll ich das dann machen? Oh, okay. Ja. Ja, da würde ich einen Otter reinstecken, der holt die Kugeln für mich danke. Raus. Das, weil wir sind wichtig, dass wir die Tiere beschützen und die Natur beschützen. Ah, haben Sie ohne recht. Uns irgendwo haben festzukleben, recht. Weil dann werden die Hände abgehakt. Mhm, verstehe Sie ganz gut. Glaube ich nicht. Herr Breitsamer, ja? Also letztes Jahr in diesem Finale, Durchschnittsgewinn war bei 6.350 Euro. Oh wei. Also, das sind jetzt ehrlich gesagt keine Millionen, aber ich glaube kaum, dass mir heutzutage jemand sagen kann, dass er mit 6, mit 7 oder mit 10.000 Euro auch nicht zufrieden wäre, oder? Ja, das ist einmal voll tanken, das ist doch sehr gut. Ja, also ich weiß, mit 6.350 Euro kann man sich nicht jeden Traum erfüllen, aber eine finanzielle Unterstützung wäre das auf jeden Fall, habe ich da recht? Na klar, na klar. Was würden Sie denn machen mit 7.000 Euro? Oh, sehr viel. Erstes, wissen Sie, ich bin alleinziehende Mutter, ich bin geschieden, ich habe zwei Kinder. Ja. Und ich würde etwas für meine Kinder machen. Ah, oh, sehr gut. Und etwas für andere Menschen zu helfen. Ja, ein besseres ja. Headset und sowas, und, dass das Abzocken besser schneller geht. Und, ja, Entschuldigung. Und, wissen Sie, war kein Problem. Und vielleicht... Also eine finanzielle Unterstützung für mich, weil, wissen Sie, es ist sehr schwer, heutzutage alleinziehende Mutter zu sein. Ja. Und wenn Sie Kinder haben, das ist sehr schwer. Und ich würde eine große Reise mit meinen Kindern machen. Oh, wohin denn? Wohin möchten Sie fahren? Also, ich weiß nicht, vielleicht Maldivien. Divien? Maldivien, Maldivien. Ja. Moldawien? Moldawien, ja, wo die Sonne ist. Ist da die Sonne? Ich war noch nie in Moldawien, ich weiß es nicht. Haben die Sonne? Mhm, ich liebe die Sonne, ich liebe die Sonne. Ja, das ist ganz schön. Ich mag gerne Indien. Also Indien, und dort ist sehr schön. Ja. Herr Breitsamer, wie gesagt, ich weiß, mit 6.350 Euro kann man sich nicht jeden Traum erfüllen, aber eine finanzielle Unterstützung wäre das auf jeden Fall. Habe ich da recht? Ja, haben wir doch gerade besprochen. Also ich nehme die Kohle. Mhm. Gib mir her. Mhm. Los. Und wie gesagt, desto mehr Sie in diesem Finale gewinnen, also nicht nur Sie, sondern die anderen Finalisten auch, desto bessere Werbung ist es ja auch für uns. Ja. Deswegen dauert ja auch dieses Finale leider nur 3 Monate, denn Sie müssen bitte verstehen, länger können wir uns auch nicht leisten, Geld zu verschenken. Das verstehen Sie sicher. Und sehr wichtig für Sie ist auf jeden Fall dieser Punkt, also, dass Sie das Finale wie ein Gewinner verlassen werden. Und was bedeutet das? Also, das bedeutet, dass ich was gewinne, wenn ich ein Gewinner bin. Was ist das denn für eine Frage? Oi wei. Ich erkläre Ihnen das auch gern. Also, wie gesagt, alle Finalisten, die von unserer Seite ausgelost worden sind, haben einen Einsatz in Höhe von 69 Euro im Monat. Sie als Finalist spielen, aber mit einer doppelten Geld-zurück-Garantie. Das heißt, wenn Sie jetzt keine Gewinne erzielen, haben Sie auch keine Steuern, dann natürlich bekommen Sie von uns am Ende des Monats diese 69 Euro verdoppelt zurückerstattet. Also 138 Euro. Haben Sie es auf jeden Fall. Das ist ja großartig. Ich habe mich lange nicht so gefreut und ich freue mich selbst über einen Türknauf an der Küchentür sehr enorm. Man nennt mich auch den leicht zu beeindruckenden Harald. Obwohl ich gar nicht Harald heiße. Und das war jetzt eigentlich die Lache von Dimitri, aber der Charakter hier hat noch keine eigene satanische Lache. Darum habe ich mir die ausgeliehen. Oh, super. Ja, also, wie gesagt, das wird überhaupt nicht geschnallt. Ja. Herr Breitsamer, also der Einsatz ist 69 Euro, aber wenn Sie keine großen Gewinne erzielen, Sie bekommen von uns Ihr Einsatz verdoppelt zurückerstattet. Also 138 Euro haben Sie es auf jeden Fall jeden Monat sicher von uns, wenn Sie keine Gewinne erzielen. Was ja, das ist gut. Und sagen Sie mir bitte, im Falle eines großen Gewinns, möchten Sie bitte anonym bleiben oder dürfen wir veröffentlichen? Ah, kann man da auch Künstlername reinschreiben? Also, was ist besser für Sie? Möchten Sie, dass alle wissen, dass Sie sind ein Gewinner, oder möchten Sie, dass niemand weiß? Ja, aber kann man das synonym reinschreiben? Anonym. Besser für Sie auf jeden Fall, sonst haben Sie morgen 100 neue Freunde. Ja, das war jetzt zu schwierig, die Frage. Okay, dann machen wir lieber anonym. Anonym, besser, besser.
Und was die Gewinnauszahlung angeht, sagen Sie mir bitte, möchten Sie alle Ihre Gewinne nach jeder Ziehung ausbezahlt haben oder alles zusammen am Ende des Monats? Wie passt es Ihnen am besten? Ich komme nach Hamburg und komme abholen, dann können wir zum Roten Platz gehen, ein Eis essen und Kaffee trinken. Kein Problem. Was ist besser für Sie, nach jeder Ziehung oder alles zusammen am Ende des Monats? Einmal im Monat. Machen wir Monatsrechnung, wie auch bei Firma. Wie bei Amazon. Okay, am Ende des Monats, das vermerke ich hier für Sie. Eine Sache müssen Sie aber wissen, die 168 Euro, die Sie von uns jetzt jeden Monat bekommen, wenn Sie keine Gewinne erzielen, Sie bekommen immer am Monatsende, Ende Juli, Ende August, Ende September, denn das Finale startet ja jetzt nicht heute, weil Sie mit mir reden oder morgen, sondern 1.7. oder 1.8. Und was passt es Ihnen am besten, das Finale für Sie starte? 1.7. oder 1.8.? 1.7. bitte, so schnell wie möglich. Ich muss ja die ganze Kohle haben, bevor die Welt untergeht. Ich verstehe Sie ganz gut und Kaffee und Kuchen zusammen zu trinken. Ja, auf jeden Fall. Auf dem Roten Platz in Hamburg, Kreuzberg, Mariendorf, Tempelhof. Und da geht das richtig die Luzi ab. Wie lange wohnen Sie schon in Hamburg? Also für 6 Monate. 6 Monate schon? Mhm. Und ist schön für Sie die Stadt? Sehr schön. Wissen Sie, ich komme ursprünglich aus Bosnien und Herzegowina. Aber in Deutschland, ich wohne für 4 Jahre, in Hamburg 4 Monate. Ich war nicht alles zusammen in Hamburg. Ich war in Berlin und dann in Hamburg. Verstehen Sie? Ich verstehe. Ich komme aus Kasachstan. Ah, super. Ja, mögen Sie Kasachstan? Und sehr. Ja, sollen wir zusammen Hymne National von Kasachstan singen? Ah, also sehr schön kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Können Sie bitte aufstehen? Ich auch. Ja. Ja, gut. Dann ich werde jetzt für Sie singen das Lied von Kasachstan, weil Sie mir so viel Glück und Freude bringen. 1, 2, 3. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Andere zentralasiatische Länder haben minderwertigen Kalium. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Habe ich das gut gesungen, Devoschka? Oh, das war sehr schön. Danke Ihnen. Das freut mich. Mal gucken, ob du jetzt schnallst, dass ein ganz anderer Akzent drin ist, aber wahrscheinlich nicht. Ah, vielen Dank, ich freue mich so. Herr Breitama, danke Ihnen für das. Das bedeutet mir sehr Kalinka, viel. Kalinka, Kalinka, Maya. Was denn? Ich wollte Ihnen sagen, ich muss diese Unterlage für Sie fertig machen, also damit ich Ihnen alles schriftlich vorbereiten kann. Also hier stehen Herr Hugo Egon, Breitsama. Sie wohnen in Albaha, Weg 31, Postleitzahl 91448, Ort Emskirchen. Ist das korrekt? Nee, die Adresse ist nicht richtig. Das ist Altschauerberg 8, wo ich wohne. Ah, in der Baugrube da. Eine Sekunde. Da sollen die das Paket einfach reinschmeißen. Alt-Schauer. Altschauerberg 8. Berg, Berg. Wie der Berg, Berg wie der Hügel oder wie die Möpse. Berg Nummer 8. Kalinka, Kalinka, Kalinka. Postleitzahl. 91448, das ist gleich geblieben. Und Emskirchen. Der Rudi, der Meddel, ist das Emskirchen? Ja, das ist Emskirchen. Okay, also habe ich das gut? A-L-T-S-C-H-A-U-E-R-B-E-R-G. Klasse, meine Güte, wir sind im 3. Klasseniveau angekommen. Super. Okay, danke. Danke. Was Sie war. Alle Gewinne werden dann für Sie über Ihren Namen laufen, Herr Breitsamer. Scheiße, ich muss zur Arbeit, ich kann nicht mehr so lange. eine Minute länger nicht, okay? Ja. Eine Minute. Okay, und Ihr Geburtsdatum zur Volljährigkeitsprüfung? Wann sind Sie geboren? Ist der 18.07.83. 83. 83 habe ich gesagt.
83. 83, ja, 8-3. 3-8 wäre dann eher der Herr Maulwurf, aber der kommt das nächste Mal okay. wieder dran. Ich bin 86. Ja? Mensch, ich hätte dich älter geschätzt. Okay, Herr, alle Gewinne werden dann für Sie über Ihren Namen laufen. Herr Hugo Egon, Brandamer, geboren 18.07.1983. Und sagen Sie mir bitte den Namen der Bank, über das alles laufen wird. Also bei welcher Bank möchten Sie die Gewinne für Sie? Ich komme das doch abholen in Hamburg. Brauchen wir nicht Bank. Komm das abholen. Ich muss diese Unterlage für Sie fertig machen, damit ich Ihnen alles schriftlich vorbereiten kann. Also wir tragen das für alle Finalisten ein. Es sind nur zur Identifikation, Service, Beiträge und Gewinne damit ich Ihnen alles schriftlich vorbereiten kann. Das ist jetzt im Skript der Texteinwandbehandlung. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich das nicht will. Ich habe gesagt, ich hole es mir lieber ab. Aber sie muss den Text halt vorlesen, wenn jemand das Thema Bank nicht sofort positiv beantwortet. Habe ich recht? Nein. Das ist, wie gesagt... Wir tragen das für alle Finalisten ein. Es sind nur zur Identifikation, Service, Beitrag und Gewinnauszahlung, damit ich Ihnen alles schriftlich vorbereiten kann. Du war jumad, blöd. Schämst du dich gar nicht? Also. Bitte? Ich habe gefragt, ob du dich gar nicht schämst. Wieso? Das ist, gut, jetzt, ich sag's jetzt einfach, weil Leute, ich muss wirklich zur Arbeit. Scheiß Betrüger. Um Gottes Willen, nein, aber Lotto 6 aus 49. Nein, ihr seid nicht Lotto 6 aus 49, ihr seid irgendein billiges Callcenter in Tschechien oder Bosnien oder in Afghanistan oder wo auch immer ihr sitzt. Wollt ihr die Leute abzocken? Sagst mir, du sitzt bei Hamburg beim Roten Platz. Der Rote Platz ist in Moskau, das Weiße Haus ist in Washington. Und dann erzählst du mir noch irgendwas von Kreuzberg, das ist in Berlin. Du bist ein dreckiger Lügner, ein dreckiger Betrüger, eine ganz ehrenlose Kreatur und du solltest dich schämen für dein Kind. Dass du eine Kriminelle bist. Hast du das verstanden? Um Gottes Willen, nein. Ja, Gott hat nichts damit zu tun. Der kommt dich auch abholen. Egal an welchen du glaubst. Der holt dich ab, also, das sage ich dir. Herr Breitsamer, sehen Sie, ich bin ja für Sie im Hamburg. Betrüger bist du. Kriminell bist du. Um Gottes Willen, nein. Doch, du bist kriminell. Nein. Du bist Kriminelle. Die Masche ist so alt wie das Internet. Du, du versuchst mich jetzt weiter zu überzeugen. Ich sag dir jetzt was. Du bist live auf YouTube. Alle Menschen können dich hören. Hast du das verstanden? Doch, alle können dich hören. Die sagen ganz schlimme Sachen zu dir. Ungehobelter Flegel hat einer geschrieben. Um Gottes Willen, nein. Eine halbe Stunde habe ich dir geklaut, in der hättest du sonst drei Leben versaut. Von den anderen Leuten hast du noch nicht verstanden. Mein Einverständnis darfst du machen. Das interessiert mich nicht. Du bist eine Kriminelle, du hast keine Rechte. Du kommst ins Höllenfeuer und ins Gefängnis. Also, ich bringe euch alle in den Knast und in die Forensik, jeden einzelnen von euch. Ja, ich möchte teilnehmen, bitte. Okay, und bei welcher Bank möchten Sie das sehen? Die fragt mich immer noch nach der Kontonummer. Wie kann man so verzweifelt sein wie du? Was bist du für ein... Scheiße, ich sing der Lieder vor, sag ihr, sie ist live. Sie ist eine scheiß Betrügerin und Ehrenlose. Die wollen sie mitmachen. Ja, wie ist ihre Kontonummer? Alter! Ich glaube, das ist heute das erste Mal, dass ich in meinem Leben zu spät zur Arbeit komme. Aber hey, alles für die Sache, alles für den Club.